Ja, Sie haben es gesehen, das ist natürlich nicht Isabel Wert. Das ist Ingrid Klinke mit Franziskus. Das war mit Abstand das beste Halten und Rückwärtsrichten, was ich im Verlauf der Prüfung gesehen habe. Na, williges. Pier 4, na, ich habe es gerade noch gesagt, aber da hat sie ihn sofort wieder. Und er macht motiviert einen Tritt wie den nächsten. Bietet sich sehr schön an. Und ich habe doch den Eindruck, dass er voll und ganz bei der Reiterin ist. Der Raumgriff ist jetzt knapp. Könnte deutlich mehr durch den Körper schreiten, bei noch mehr Dehnungshaltung. Die beiden waren 2019 im Dezember das letzte Mal erfolgreich unterwegs in CDI 5 Sterne, Grand Prix und Grand Prix Spezial, beides mal Platz 2. Ah, eine kleine Störung. Der Arm im Körper dicht gemacht. Auch ein Hengst muss man im Handling verstehen. Und die beiden haben sich gut aufeinander eingestellt. Sehr sicher gesprungener Zweierwechsel. Schauen Sie mal, wie sicher das im Bergauf ist. Wie sicher die Anlehnung beibehalten wird. Gelungene, saubere Rückführung. Sind einmal hinten im Hinterbein verloren. Ausdrucksstarke Flingenwechsel. Wow, super. Fleißig weiter galoppiert und sicher im Bergauf die Pirouette.
Ja, da muss ich ihn in der Mitte einmal unterstützen. Aber kein Problem für die beiden. Sehe er gut den Trab begonnen. Sofort wieder an die Reiterhand heran. Schauen Sie mal, wie der zieht nach vorne. Exemplarisch für den Wechsel von Schubkraft in Tragkraft in Federkraft. Das ganze Pferd schwingt und federt. Er reagiert auf die kleinste Hilfe, sehen Sie das? Und ist immer motiviert, alles richtig zu machen. Ingrid Klinke und Franziskus. Jawohl, Rang 1, 75,163% für Ingrid Klinke und Franziskus. Das ist die klare Führung. Wir haben jetzt 10-minütige Pause und sehen uns gleich wieder. Wir starten dann wirklich um 20.04 Uhr mit dem letzten Block, mit den letzten 6 Starterfeldern.